Im Herzen der ägyptischen Wüste zieht eine geheimnisvolle Nekropole südlich von Kairo Wissenschaftler aus der ganzen Welt an. Saqqara. Zwar ist dieser Ort weniger bekannt als Gizeh oder das Tal der Könige, und doch enthält er wahre Schätze. Die Gräber der Königinnen und Könige stammen aus einem Ägypten, das noch älter ist als das von Ramses oder Tutanchamun. Saqqara befindet sich im Herzen der königlichen Nekropole von Memphis, der alten Hauptstadt Ägyptens. Hier beginnt die Geschichte Ägyptens mit den ersten Pharaonen. Schon vor 5000 Jahren diente der Ort als Begräbnisstätte. Es wurden bereits viele Gräber und Tempelüberreste entdeckt, doch es gibt noch mehr. Jedes Jahr entdecken Archäologen hier wertvolle Relikte, wie zum Beispiel diese Hieroglyphen, die einst die Königsgräber schmückten. Den Texten wurden magische Kräfte zugeschrieben. Sie sollten dem verstorbenen Herrscher ermöglichen, im Jenseits zu überleben. Das Privileg eines Pharaos. In Saqqara aber erhielten auch Herrscherinnen dieses Recht auf Unsterblichkeit. Ein Sonderfall in der Geschichte des alten Ägyptens. Bestimmte Ehefrauen durften Texte in ihre Pyramiden gravieren lassen, genauso wie die Könige. Wie kam es, dass dieses exklusive Recht des Pharaos auf Unsterblichkeit auf die Königinnen übertragen wurde? Als erste Königin erhielt Anchsenpepi II. Diese Texte. Eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Wer waren diese Königinnen, die sich von der männlichen Macht befreiten? Wie rüttelten sie die Machtverhältnisse auf? Und was befindet sich in den verbliebenen Gräbern von Saqqara? Seit mehr als 20 Jahren versuchen die Ägyptologen Philippe Colombert und Marie-Noëlle Fraisse, die Geheimnisse der Königinnengräber und der heiligen Texte zu entschlüsseln. Die Ausgrabungen sollen neue Entdeckungen ans Tageslicht bringen. Ein kleines Teil eines Pyramidions? Ja. Großartig. Wir haben sie hier gefunden, aber der Eingang ist dort. Hier müsste es irgendwo passen. Jawohl. Wunderbar. Mit Hilfe von Wissenschaft und neuen Technologien rekonstruieren die Archäologen das Leben der Königinnen von Saqqara. Eine einzigartige Stätte mit bedeutenden Textfunden aus der Welt der Antike. Von Paris aus geht es für die Forscher nach Ägypten. Das Ziel? Die Nekropole von Saqqara, keine 30 Kilometer von Kairo entfernt. In der nördlichen Zone von Saqqara befindet sich die einzige intakte Pyramide der Nekropole. König Djoser lässt sie um 2650 vor Christus errichten. Dieser Teil der Stätte ist für Besucher geöffnet. Die südliche Zone hingegen ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, da sie noch viele Schätze aus der Antike enthält. Viele der unter dem Sand verborgenen Gräber stammen aus dem Alten Reich, aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Das wertvolle Erbe weckt das Interesse von Archäologen aus aller Welt. Darunter auch Mitglieder des französisch-schweizerischen Teams von Philippe Colombert. Sie kommen jeden Herbst hierher, um zu graben und den Geheimnissen dieses Ortes auf den Grund zu gehen. In Saqqara gibt es enorm viel zu tun. Es wird Dutzende, wenn nicht Hunderte von Jahren dauern, bis Ägypten uns all seine Schätze offenbart hat. Die Stätte von Saqqara besteht aus mehreren Grabkomplexen mit jeweils einer königlichen Pyramide, Säulengängen und den kleineren Pyramiden, den Satellitenpyramiden.
Einer der imposantesten Komplexe ist das Grabmal von Pharao Pepi I., der etwa von 2295 bis 2250 vor Christus regiert, rund 1000 Jahre vor Ramses II. In der Nähe gibt es kleinere Pyramiden, die verschiedenen Königinnen gehören, darunter Anchsen Pepi II. Und Behenu. Es dauert Jahrzehnte, ihre Fundamente zu identifizieren. 1963 beginnt die französisch-schweizerische Mission mit ihrer Arbeit. Nach wenigen Tagen hatten wir eine kleine Pyramide entdeckt, die die typische Steigung einer Königinnenpyramide aufwies. Wir hatten die Nekropole erreicht. Kaum 10% der Fläche von Saqqara sind bislang erkundet. Den Forschern ist es zu verdanken, dass das Grab von König Pepi I. zugänglich ist. Er herrschte fast 1000 Jahre vor Tutanchamun. In der Grabkammer dieses Herrschers befindet sich ein wertvolles Artefakt. Dies ist die Grabkammer von Pepi I. Das hier sind Pyramidentexte, die in die Wände eingraviert wurden. Diese Texte sind in Tausenden von Gesteinsfragmenten gefunden worden, überall auf dem Boden verstreut. Der Tempel wurde verwüstet, abgebrannt, teilweise wieder aufgebaut und immer wieder als Grabstätte verwendet. Die Mameluken haben ihn schließlich zerlegt. Seine Steine wurden wiederverwendet, sehr wenig ist übrig geblieben. Es dauert 30 Jahre, die Hieroglyphenfragmente zu sammeln und sie wieder in der Grabkammer zu platzieren. Eine gewaltige Herausforderung für die Forscher. Unser Ziel war es, dieses Riesenpuzzle zu rekonstruieren. Und das ist das Ergebnis. Wir haben all diese Fragmente wieder genau dort platziert, wo sie sich ursprünglich befunden haben. Sowohl in der Grabkammer als auch im Rest der Pyramide. Diese Hieroglyphen in den Königsgräbern stellen die Reise des verstorbenen Königs dar. Vom Tod zum ewigen Leben. Es handelt sich um Sammlungen magischer Formeln. Sie sind in einer äußerst poetischen Sprache verfasst. Mit ihnen sollte der verstorbene König die Hindernisse der Unterwelt überwinden, damit er dann im Jenseits wiedergeboren werden konnte. Diese Pyramidentexte haben einen unermesslichen Wert für die Menschheit und bilden einen der ältesten Textkorpusse der Welt. Die Mission des archäologischen Teams in der Pyramide von Pepi I. ist beendet. Nach Jahrzehnten mühsamer Arbeit haben die Wissenschaftler fast das komplette Hieroglyphenrätsel rekonstruiert. Philippe Colombert leitet seit 2008 die archäologische Mission in Saqqara. Jedes Jahr entscheidet er, welche Arbeiten sein Team durchführen soll. Diese Karte zeigt uns, was die Mission geleistet hat. Wir haben hier die Pyramide von König Pepi I. Seit über 30 Jahren graben wir alle Pyramiden im Umkreis der Königspyramide aus. Sie gehören den Ehefrauen, die zum größten Teil mit Pepi I. verheiratet waren. Bei den Arbeiten konzentrieren sich die Archäologen auf zwei Königinnen aus dem Alten Reich. Anchsen Pepi II. Und Behenu, eine spätere Königin. Behenu ist für die Archäologen noch immer eine geheimnisvolle Gestalt. Ihr Grab wird 2010 entdeckt. Beim Betreten des Bauwerks finden Forscher Tausende von Hieroglyphenfragmenten, die über den Boden verstreut sind. Einst haben sie die Wände der Grabkammer geschmückt. Nach jahrelanger Arbeit hoffen die Archäologen, sie schon bald wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzen zu können. Dann werden sie in der Lage sein, die heiligen Texte der Königin zu entschlüsseln. Diese Präzisionsarbeit wird im Lagerraum der Ausgrabung ausgeführt. Ihr Standort wird geheim gehalten, um jegliches Risiko einer Plünderung zu vermeiden.
Alle Fragmente und Gegenstände, die in Saqqara gefunden und untersucht werden, sind hier gelagert. In den letzten 4000 Jahren durchwühlen Plünderer immer wieder den Sand von Saqqara, um das Gold der Pharaonen zu finden. Die Nekropole ist auch als Steinbruch für den Bau von Kairo und anderer Städte genutzt worden. Alles wird hier gelagert, außer den Dingen, die wir direkt zur Pyramide zurückbringen können. Wir haben 2010 damit begonnen, diese Teile von der Behenu-Pyramide hierher zu bringen, fast 1500 Stück. Seit 2010 arbeite ich daran, die Texte zusammenzusetzen und zu restaurieren. Der Aufwand ist enorm. Jedes Fragment wird untersucht, hinterfragt, studiert. Nichts wird dem Zufall überlassen. Nur mit wissenschaftlicher Präzision kann das Riesenrätsel gelöst werden. Das Ziel? Die Rekonstruktion der Schriften, wie schon in der Pyramide von Pepi dem Ersten. Das Ziel für die Pyramide von Behenu, in der wir viele Fragmente gefunden haben, besteht darin, das Gleiche zu schaffen wie unsere Vorgänger. Der Wiederaufbau sämtlicher Mauern, die Rückführung aller Fragmente und die Rekonstruktion aller Texte in der Kammer der Königin. Doch das ist nicht das einzige Ziel von Philipp Colomberts Team. Es gibt noch ein weiteres. Und das ist komplex. Es führt zur Grabstätte einer anderen Königin von Saqqara, Anchsenpepi II. Ihr Grab wird im Jahr 2000 entdeckt, 10 Jahre vor dem Grab Königin Behenus. Die französisch-schweizerische Mission hat die Textrekonstruktion dort bereits durchgeführt. Jetzt nehmen die Archäologen den zweiten Teil ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu Anchsenpepi II. In Angriff. Sie wollen die Fundamente des Grabkomplexes finden. Anchsenpepi II. Ist eine der letzten Ehefrauen von Pepi dem I. Nachdem sie sehr jung zur Witwe wird, heiratet sie ihren Neffen, König Merenre. Als auch dieser stirbt, hinterlässt er den Thron Pepi dem II., dem Sohn von Anchsenpepi II. Der König ist kaum 6 Jahre alt und damit zu jung zu regieren, also tritt seine Mutter die Regentschaft an. Ihre Amtssymbole bezeugen das. Die Königin trägt eine Geierhaube. Dieses Symbol ist den königlichen Müttern vorbehalten, jenen Frauen, die einen zur Herrschaft bestimmten Prinzen zur Welt gebracht haben. Es ist die Geschichte einer Königin, die beschließt, alleine zu regieren. Mehr als 2000 Jahre vor der mächtigen Kleopatra. Dieses Jahr versuchen wir, das Heiligtum freizulegen, das sich hier befinden sollte. Vielleicht mit einem Lager dahinter. Wir vermuten direkt dahinter auch eine Satellitenpyramide. Sie ist gestrichelt gezeichnet, weil wir nicht wissen, ob wir sie finden. Fachleute fragen sich immer noch, welchen Zweck die Satellitenpyramiden hatten. Vielleicht die Ehrung einer verstorbenen Frau? Das Lager ist der Ort, an dem Ritualgegenstände aufbewahrt werden. Alle Begräbniskomplexe ähneln sich. Deshalb hofft das Team um Philipp Colombert, die vertrauten Strukturen auch innerhalb der Fundstätte Anchsenpepis II. Zu finden. Dazu müssen sie weiter graben und noch tiefer vordringen. Ausgrabungen in Saqqara oder anderswo ähneln polizeilichen Ermittlungen. Wir finden kleine Hinweise und versuchen, aus diesen dürftigen Anhaltspunkten eine Geschichte, ein Szenario zu rekonstruieren. Was ist hier passiert? Wer hat was gebaut und wo? Und wer hat es zerstört? Findet der Ägyptologe solche Hinweise, diskutiert er sie mit Xavier Inaf, dem erfahrenen Archäologen der Mission. Er versteht es besser als jeder andere, die Sedimentschichten unter dem ägyptischen Sand zu lesen. Wir arbeiten an einer ziemlich einzigartigen Stätte. Manche Sedimentschichten messen bis zu 4 Meter.
Sie haben sich im Laufe der Zeit angesammelt. Durch Sedimentablagerungen, etwas über die Geschichte eines Orts zu erfahren, nennt man Stratigraphie. Ohne sein Fachwissen wäre es unmöglich, die Schätze dieser außergewöhnlichen Nekropole zu identifizieren und ihre wahre Bedeutung zu erkennen. Meine Aufgabe ist es, zu verstehen, was noch vorhanden ist und was nicht. Was zerstört, was weggetragen wurde und wo sich eine detaillierte Ausgrabung lohnt, um an möglichst viele wertvolle Informationen zu kommen. Die Organisation der Ausgrabungen hat sich seit Beginn der französisch-schweizerischen Mission kaum verändert. In den 1960er Jahren begeistert sich eine Handvoll französischer Archäologen für Saqqara und beginnt 1963 mit den Arbeiten. Einer von ihnen war Andron Labrousse. Der Vorgänger von Missionsleiter Philippe Colombert ist Spezialist für die königlichen Begräbniskomplexe des Alten Reichs. Die französisch-schweizerische archäologische Mission in Saqqara ist die Nachfolge der ersten großen wissenschaftlichen Ausgrabungen in Ägypten. Sie wurden von den Franzosen Auguste Mariette und Gaston Maspero geleitet. Später dann von dem Schweizer Ägyptologen Gustave Jequier. Sie sind es, die 1880 in den Pyramiden von Saqqara die Grabkammern entdecken, deren Wände mit Texten bedeckt sind. Die archäologischen Pioniere erkennen, dass sie auf einen bis dahin unentdeckten Schatz gestoßen sind. Die geheimnisvollen Hieroglyphen haben magische Bedeutung. Sie sollen der Sage nach dem verstorbenen König ermöglichen, im Jenseits wieder lebendig zu werden und die Ewigkeit zu erreichen. Hier sehen wir die Opferträger. Die Hieroglyphen über ihnen beschreiben genau, was sie tun. Sie bringen dem Verstorbenen aus den Bezirken und Städten Oberägyptens und Unterägyptens Opfergaben. Jeden Tag, zu jedem Jahresbeginn, zum Todfest und so weiter. Nach diesen Entdeckungen hatten nur Könige das Recht, Texte in die Wände ihrer Grabkammern eingravieren zu lassen. Bis heute sind in Ägypten 11 Pyramiden mit derartigen Texten entdeckt worden. Alle in Saqqara. Im Laufe der Zeit scheint es eine Art Demokratisierungsprozess gegeben zu haben. Denn von einem bestimmten Zeitpunkt an ließen einige Königinnen, die Ehefrauen von Königen, Texte in ihre Pyramiden eingravieren. Dies markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des alten Ägyptens. Die Königinnen des Alten Reiches können wie die Könige im Jenseits überleben, da auch ihre Gräber mit heiligen Texten bedeckt waren. Wie konnte dieses exklusive Privileg des Pharaos, dieses Recht auf Unsterblichkeit, auf die Königinnen übergehen? Wann und warum? Das waren sehr wichtige Fragen. Die Königinnen erhalten die gleichen Privilegien wie die Pharaonen. Doch wie haben sie das geschafft? Wie haben sie die gesellschaftlichen Normen im Alten Reich verändert? Jahr für Jahr versucht die Saqqara-Mission, diese Besonderheit in der Geschichte des alten Ägyptens besser zu verstehen. Philippe Colombert macht sich auf den Weg zum Begräbniskomplex von Anchsenpepi II. Genau wie im Grab von König Pepi I. haben die Archäologen bereits die heiligen Texte aus ihrer Pyramide rekonstruiert. Nun haben sie sich ein neues Ziel gesetzt, weitere Teile ihres Grabes zu erforschen, um ihre Herrschaft besser zu verstehen. Wir stehen hier wahrscheinlich vor dem Eingang zum Tempel der Königin Anchsenpepi II. Ich sage wahrscheinlich, weil, wie es hier sehr üblich ist, nichts übrig ist. Die Wände und der Bodenbelag sind zertrümmert worden. Der erste Hinweis auf die Größe des Tempels ist dieser riesige Türsturz, die Spitze einer Tür aus Granit. So riesig wie er ist, kann er sich nicht weit von seinem ursprünglichen Standort entfernt haben. Hier sehen wir den Titel der Königin, ihren Namen und all ihre Amtszeichen. Wir sind also sicher, dass dies tatsächlich der Eingang zu ihrem Komplex ist. Die Pyramide von Anchsenpepi II. Ist die größte Königinnenpyramide in Saqqara.
Mit jedem weiteren Fund erhalten die Forscher ein besseres Bild, welchen Einfluss die Königin hatte. Anhsen Pepi II. War eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Als Merenre, ihr zweiter Ehemann, starb, übernahm sie die Erziehung des zukünftigen Königs Pepi II. Der war erst 6 Jahre alt und wusste natürlich noch nicht, wie man ein Königreich regiert. Sie kümmert sich um die allgemeine Verwaltung von ganz Ägypten. Indem sie sich selbst bestimmte Privilegien gewährt, nimmt sie Einfluss auf die weitere Entwicklung des Landes. Sie war die erste Frau, die von niemandem abhängig war. Obwohl sie im Namen ihres Sohnes regierte, hatte sie die Macht. Warum also nicht auch die Ewigkeit? Sie war die erste Frau, die unsterblich wurde, und das ist keine Kleinigkeit. Sie hat damit die Tür zur Ewigkeit geöffnet. Eigentlich ein Privileg des Pharaos. Anhsen Pepi II., eine Königin der 6. Dynastie, gibt sich damit die Macht, im Jenseits zu leben. Revolutionär für das alte Ägypten, wo Frauen nicht lesen, geschweige denn schreiben konnten. Dieses Privileg gibt sie an die Frauen weiter, die ihr folgen. Einige Jahre später lässt auch Königin Behnu ihr Grab auf diese Weise gestalten. Königin Behnu ist immer noch eine geheimnisvolle Gestalt. Die wenigen Hinweise, die in ihrem Komplex gefunden werden, erlauben keine genauen Rückschlüsse auf ihr Leben. Die Forscher sind sich nicht sicher, ob sie eine Frau von Pepi I. oder von Pepi II. Gewesen ist. Die Analyse der Texte aus der Behnu-Pyramide soll weiterhelfen. In der Ruhe des Ausgrabungslagers setzen die Ägyptologen und ihre Assistenten geduldig tausende Hieroglyphenfragmente zusammen. Scheint so, als ob hier eine Kerbe ist. Es ist schwer zu erkennen. Ich habe die Linien nicht nachgezeichnet, weil wir sonst ihre Ohren nicht mehr erkennen würden. So ist es in Ordnung. Lassen wir es so. Aurélie, François und Islam sind Epigraphiker. Unter den fachkundigen Augen der Ägyptologin Marie-Noëlle Fraiss zeichnen sie die gefundenen Motive und Hieroglyphen nach. Sie müssen sich in die Lage der altägyptischen Graveure und Zeichner versetzen, die einst die königlichen Grabkammern mit den Texten geschmückt haben. Geduld und Konzentration sind erforderlich, um die in den Kalkstein eingravierten Motive genau nachzuzeichnen. Der Sinn der ganzen Mühe? Die Forscher wollen die einzelnen Textfragmente wie ein Puzzle zusammenfügen. Dafür sind zahlreiche Versuche notwendig. Die Steinfragmente sind schwer und zerbrechlich, im Gegensatz zu den Zeichnungen der Epigraphiker. Sorgfalt ist hier von größter Bedeutung. Man muss die Zeichnung auf dem Steinblock wirklich verstehen. Manchmal ist das Relief beschädigt oder sehr zart. Dann muss man etwas mit der Beleuchtung spielen, um zu erkennen, was in dem Block gemeißelt wurde. Das ist eine Linie. Das eine V-Form. Seltsam. Das hier ist gut gemacht, da ist die Augenbraue. Sind alle Fragmente katalogisiert, werden sie ins Grab zurückgebracht. Das Team geht ruhig und methodisch vor, um alles am richtigen Ort zu platzieren. Das hier sind die Pläne der Mauern von Behnus Pyramide, die wir so gut wie möglich rekonstruiert haben. Es gibt verschiedene Teile. Blau stellt dar, was noch an Ort und Stelle ist. Das ist es, was wir im Inneren der Pyramide noch sehen können. Rot ist die Rekonstruktion der Texte im Inneren einer königlichen Pyramide. Wir versuchen, die verstreuten Teile, die hier auf diesen Regalen liegen, richtig im Text zu platzieren. Das ist relativ einfach, wenn wir große Stücke haben. Wenn wir viele kleine Stücke haben, ist es schwieriger. Alle rot gekennzeichneten Elemente müssen an den Wänden des Grabes neu positioniert werden. Das ist mühsam, aber nötig, um die Texte zu verstehen.
Das Gebiet, in dem wir arbeiten werden, ist diese Ecke hier. Diese Wand und dieser Gang waren komplett zerstört. Diesen Bereich wollen wir wieder aufbauen und restaurieren. Das ist das Ziel unseres Projekts. C'est le but final de notre travail. Wie jeden Morgen trifft Philipp Colomberts Team im Bestattungskomplex von Königin Anchisenpepi II. Ein. Ein kleines Stück eines Pyramidions? Sieht so aus. Großartig, ausgezeichnet. Da ist der Vorsprung, wo die Metallplatte hinkommt. Der zweite Obelisk? Er hat nicht die gleiche Form. Ist viel größer. Er wurde anders hergestellt. Moment, das ist doch wohl nicht vom... Ja, vom Satelliten. Das ist großartig. In der Ausgrabungsstätte herrscht Aufregung. Ein beeindruckendes Stück Granit wurde entdeckt. Unter den Kellen der Arbeiter taucht das Steinfragment langsam aus der Wüste auf. Es hat eine charakteristische Form. Es handelt sich um ein Pyramidion. Die Forscher müssen den ursprünglichen Standort des Granitfragments finden. So können sie das Gebäude identifizieren, zu dem es gehörte. Ein wichtiger Schritt, um mehr über die Regierungszeit von Anchisenpepi II. Zu erfahren. Ein Granitpyramidion zeigt, dass er sich etwas sehr Königliches bauen ließ. Ich stelle mir die Satellitenpyramide vor, mit ihrem Pyramidion und der glatten weißen Oberfläche, die hell leuchtet. Die goldbedeckte Spitze glitzert in der Sonne. Eine beeindruckende Vorstellung. Wie Polizisten, die einer vielversprechenden Spur folgen, führen Philippe Colombert und Xavier Enaf die Ermittlungen an. Direkt neben der Mauer, die die Kammer der Königin umgibt, haben wir ein Obeliskenfragment gefunden. Das ist ein Problem. Damit hatten wir hier nicht gerechnet. Normalerweise sollten sich zwei Obelisken am Eingang zum Komplex der Königin befinden. Wir haben das Fragment aber hier gefunden und der Eingang zum Komplex ist dort. Das ist die Stelle, an der wir die Obelisken erwartet haben. Der Eingang eines Bestattungskomplexes ist stets mit zwei Obelisken markiert. Doch dieser Obelisk wäre nicht an der richtigen Stelle. Könnte der Eingang zum Komplex von Anchisenpepi II. Woanders liegen? Könnten sich die Archäologen von Anfang an geirrt haben? Philippe Colombert und Xavier Enaf fragen sich, ob das Pyramidion die Spitze der Satellitenpyramide von Anchisenpepi II. Sein könnte. Obelisk oder die Spitze einer Satellitenpyramide? Die Diskussionen werden noch tagelang weitergehen. Erst am Ende der Ausgrabungen werden sie Gewissheit haben. In Saqqara treffen sich die Forscher jeden Nachmittag im Ausgrabungshaus, wo sie arbeiten und wohnen. Das Ausgrabungshaus hat das Staatsministerium für Altertümerangelegenheiten angemietet. Es steht direkt hinter dem Saqqara-Gelände. Man wollte kein Haus in der archäologischen Zone bauen. Hier scannen und digitalisieren die Epigraphiker die Zeichnungen, die sie im Ausgrabungslager angefertigt haben. Konzentration und Präzision sind unerlässlich. Der kleinste Fehler kann die Wiederherstellung eines ganzen Abschnitts der königlichen Mauer gefährden. Wir haben es mit einer riesigen Anzahl von Fragmenten zu tun. Für Anchisenpepi II. Zum Beispiel brauchten wir ungefähr 1500 Fragmente, um die Tempelmauern nachbilden zu können. Es ist nicht möglich, 1500 Fragmente von Hand zu bearbeiten. Wir benutzen Karteikarten oder Blätter. Zwischen 15 und 50 können in einer Sitzung betrachtet werden, aber nicht 1500. Also begann ich mit dem Aufbau einer Datenbank. Dafür brauchten wir digitalisierte Bilder. Ich führte also nach und nach Techniken der Digitalisierung ein.
Zu jedem Fragment gibt es in der Datenbank eine Karteikarte mit technischen Daten, Foto und Zeichnung. Und daraus versuchen wir, bestimmte Bereiche, die in Stücke zerbrochen sind, digital nachzubilden. Wir geben Schlüsselwörter in die Datenbank ein und laden dann alle Fragmente hoch, die zum Beispiel einen Teil eines Opferträgers oder der Hand der Königin zeigen. Nach und nach können wir so alle Teile zu einem vollständigen Bild zusammenfügen. Aus dem Gedächtnis wäre das nicht einfach. Der technologische Fortschritt hat die Art, wie Forscher die Daten analysieren, grundlegend verändert. Sie haben mehr Zeit, sind effizienter und wissenschaftlich noch präziser. Wir müssen versuchen, uns in die Baumeister von vor 4000 Jahren zu versetzen. Ihre Methoden waren begrenzt. Sie hatten Senklote, Seile, Papier und Stifte. Aber das war es auch schon. Und selbst damit schafften sie es, ziemlich komplexe Dinge zu erschaffen. Die Forscher können nun die königlichen Gebäude dreidimensional rekonstruieren, obwohl davon aufgrund von Plünderungen nur noch die Fundamente erhalten sind. Wir benutzen einen Drachen, um Fotos von oben zu machen. Die brauchen wir für eine Technik namens Fotogrammetrie. Sie erlaubt uns, ein Objekt mit Fotos aus verschiedenen Winkeln dreidimensional zu modellieren. Das Team kann die Begräbniskomplexe des südlichen Saqqara nun besser visualisieren, indem es die Fundamente von Gräbern und anderen Gebäuden nutzt. Wir nutzen Werkzeuge zur Messung von Winkeln und Abständen. Danach können wir verschiedene Referenzpunkte in diesem Raum bestimmen. Dadurch können wir präzise Karten erstellen sowie Höhen, Ausrichtungen und Rechtwinkligkeiten überprüfen. Die 3D-Modellierung ist die präziseste Methode zur Vorbereitung von Grabungen. Doch trotz aller technologischer Errungenschaften gilt nach wie vor, nur in Teamarbeit lassen sich echte wissenschaftliche Fortschritte erzielen. Maspero und Mariette waren die Letzten, die sich mit der gesamten Geschichte Ägyptens beschäftigten. Denn damals wusste man noch sehr wenig. Heute ist jeder auf eine einzige Epoche oder auf einen Teilbereich spezialisiert. Eine Ausgrabung ist daher Teamarbeit. Ganz schön spannend. Ja. Teamarbeit wird vor allem dann wichtig, wenn sich die Steine weigern zu sprechen. So wie auf dem Gelände von Anchsenpepi II. Wenige Tage vor der außergewöhnlichen Entdeckung des Pyramidions hatte das Team von Philipp Colombert bereits ein anderes Granitfragment entdeckt. Dieses Fragment wird als die Spitze eines Obelisken identifiziert. Er gehört zu einer der beiden Säulen, die den Eingang zum Grabkomplex von Anchsenpepi II. Markierten. Es handelt sich um Objekte, mit denen wir angesichts ihrer Größe und ihrer Beschaffenheit absolut nicht gerechnet hatten. Die bisher gefundenen Obelisken sind recht klein und aus Kalkstein. Am Boden des Pyramidions entdecken die Forscher eine Kerbe, in die man einen Zapfen einfügen kann. Darauf müsste ein anderes Teil gepasst haben. Aber bei einem Obelisken ist das nicht möglich. Wir haben noch nie einen zweiteiligen Obelisken gesehen. Er ist nicht typisch ägyptisch. Wenn es nicht zu einem Obelisk gehört, welchen Zweck hätte dann dieses Stück Granit gehabt? Die Tendenz geht zum oberen Stein einer Pyramide. Die Forscher überprüfen, ob der Neigungswinkel des Pyramidions mit dem der Satellitenpyramide übereinstimmt. Leider gibt es fast keine Blöcke mehr von der Satellitenpyramide. Zum Glück war noch ein Fragment vorhanden, das uns den Winkel der Pyramide gab. Aber dieser Winkel stimmt nicht mit dem des Granitfragments überein. Was sollten wir davon halten? Dank eines Mannes nimmt die Untersuchung eine Wendung. Antal Gad ist ehemaliger Grabungsleiter in Saqqara. Er kennt dort jeden Winkel. Sein Beobachtungssinn gilt als unfehlbar und sein Instinkt als sehr zuverlässig. Zwei geschätzte Qualitäten in der Archäologie. Wir haben eine ganze Reihe von Granitblöcken gefunden, denen wir nie wirklich Beachtung schenken. Und dann nimmt er einen und sagt, Philipp, schau dir den mal an. Das ist interessant, da ist etwas eingraviert. Auf dem Granitblock ist das Symbol des Sonnengottes Ra eingraviert, genau wie auf dem Pyramidion.
Die Lösung des Rätsels scheint in greifbarer Nähe. Es bedeutet, dass trotz aller bisherigen Hypothesen dieser Teil der untere Teil war, der mit dem schrägen Granitfragment zusammenpasste. Wir vermuten, dass dieser Obelisk einst aus einem Stück war und während der Arbeiten zerbrach. Anstatt 800 Kilometer zurück nach Aswan zu den Granitsteinbrüchen zu fahren, um ein neues Teil zu holen, versuchten sie, die beiden Hälften zu reparieren. Dies also ist die Lösung. Die Obelisken sind aus Granit, einem wertvollen Material, das von weit her kommt, anders als Kalkstein. Man hätte also den Nil hinaufsegeln müssen, über 800 Kilometer zu den Steinbrüchen von Aswan. Und anschließend den Fluss wieder hinunter nach Saqqara in Unterägypten. Eine lange und oft gefährliche Reise. Als der Obelisk zerbricht, entscheiden sich die Baumeister dafür, ihn mit einem Stecksystem zu reparieren. Die Archäologen waren auf der falschen Fährte. Als sie dachten, sie hätten die Überreste der Satellitenpyramide von Anchsenpepi II. Gefunden, hatten sie in Wirklichkeit den ersten zweiteiligen Obelisken Ägyptens entdeckt. Es ist an der Zeit, die Textfragmente aus dem Grab der Königin Behenu zurück an die Wände und in die richtige Reihenfolge zu bringen. Die Forscher wollen dem königlichen Grab seine frühere Pracht zurückgeben und die geheimnisvollen Texte der Königin entschlüsseln. Eine heikle Operation wartet auf sie. Unter den Blicken des Teams nehmen die Texte der Pyramide von Behenu langsam Gestalt an. Gebete, Ratschläge und Zauberformeln, die der verstorbenen Königin helfen sollen, die vor ihr liegenden Hindernisse zu überwinden. An den Wänden erklärt man ihr, welche Art von Leiter sie benutzen muss oder dass sie auf den Strahlen der Sonne oder mit Hilfe eines bestimmten Sterns in den Himmel steigen muss. Man gab ihr diese Ratschläge, damit sie ewig leben kann. Das ist wunderbar. Die Pyramide von Königin Behenu beginnt, ihre Geheimnisse preiszugeben. Wieder einmal ist es Antat Gat, der ehemalige Grabungsleiter, der den Ägyptologen bei ihrer Aufgabe hilft. Kommt dieser Teil nach oben? Wahrscheinlich dorthin. Anta erkennt die Steine an ihrer Textur, ihrer Farbe und ihrer Form. Er nimmt einfach drei Steine, von denen wir nie glauben würden, dass sie passen, probiert ein bisschen und schon fügt es sich zusammen. Jetzt überprüft er, ob das, was ich getan habe, sinnvoll ist. Und jawohl, ist es. Perfekt. Jetzt noch befestigen. Danke, Anta. Es ist schwer, den Stein wieder richtig zu befestigen. Du musst ihn zurückziehen. Dieser kleine Stein sollte irgendwo hierhin gehören. Ja, hier. Genau hier. Er passt. Wenn alles passt, war all die Arbeit, die wir auf dem Papier und am Computer gemacht haben, korrekt. Aber selbst wenn es auf dem Papier perfekt funktioniert, sind wir nie ganz sicher, bis wir die Steine tatsächlich zusammengesetzt haben. Das ist großartig. Dieser Moment ist der krönende Abschluss ihrer Arbeit. On
Dieses Jahr haben wir mit der Ecke an der Nordwand und dem Gang angefangen. 2 Quadratmeter sind fertig, das hat einige Wochen gedauert, eine extrem lange Zeit. Der Rest wird mehrere Jahre dauern und es gibt keine Garantie, dass wir es auch schaffen. Nur 1 Millimeter Abweichung im unteren Teil und der obere Teil wäre nicht mehr zu rekonstruieren. Man muss also langsam und in kleinen Schritten vorgehen. Das Team hat mit seinen digitalen Hilfsmitteln fast alle Puzzleteile identifiziert und ihre Reihenfolge bestimmt. Jetzt müssen die 1500 Fragmente auf die Wände des Königsgrabes geklebt werden. Von den 1500 Teilen sind noch 300 übrig. Ich schaffe es nicht, sie zu platzieren, aber es sind nur krümelgroße Stücke. Die Spitze eines Vogelfußes, das Stückchen eines Schlangenschwanzes. Wir könnten noch 30 Jahre lang die richtigen Stellen suchen, aber das würde uns nichts bringen. Es gibt aber ein Dutzend großer Blöcke, die noch nicht platziert wurden. Das wird eine Herausforderung. Unter den Händen der Forscher nimmt das Innere der Pyramide von Behenu langsam wieder sein ursprüngliches Aussehen an. Aber was ist mit ihrem Äußeren? Wie könnte die Pyramide ausgesehen haben? Dies hier ist eine Bildsequenz, die demonstriert, wie die Pyramide von Behenu gebaut worden sein könnte. Das sind die verschiedenen Phasen ihres Baus. Die Bilder bringen uns bei unseren Überlegungen weiter. Dank der Wissenschaftler wird das Grab Königin Behenus bald für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Archäologen haben unter der Sonne Ägyptens echte Fortschritte gemacht. Sie haben bedeutende Funde im Sand gemacht. Sie haben heilige Mauern rekonstruiert und rätselhafte Hieroglyphen entschlüsselt. Dank ihnen gibt die königliche Nekropole von Saqqara allmählich ihre Schätze preis. Südlich von Saqqara befinden sich auch die Königsgräber vom Ende der 6. Dynastie und der folgenden Zwischenkriegszeit. Sie liegen verborgen unter dem Sand. Noch hat sie niemand entdeckt. Die Nekropole birgt noch viele Geheimnisse. Vor uns liegt noch unvorstellbar viel Arbeit. Die Nekropole von Saqqara ist gigantisch. Wir haben bisher vielleicht 10% freigelegt. Die Arbeit, die in Saqqara geleistet werden muss, ist enorm. Aber das ist nichts im Vergleich zu Ägypten in seiner Gesamtheit. Das Land ist voller Stätten, die noch ausgegraben werden müssen. Es wird Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von Jahren dauern, bis alle antiken Schätze entdeckt sind. Ägyptens Sand wird noch viele Jahrzehnte lang seine Geheimnisse hüten. Geheimnisse, die die Mitglieder der französisch-schweizerischen Mission versuchen werden zu lösen. Die Forscher wissen, ihre Suche ist noch lange nicht beendet.